nicht müssten Mitglied sein im EDV. Und die angelegt hat und denkt, oh, jetzt kann ich durch. Ich habe einfach eingesehen, wie ein Kind Bewegung braucht und wie es Freude hat. Und diese Freude kann man gemeinsam erleben. Es ist bekannter geworden. Man geht ins Muckiturnen. Und die Leiterinnen haben die bessere Ausbildung als früher, weil man Erfahrungen gesammelt hat und weil man jetzt ein bisschen zielbewusster die Lektionen gestaltet. Also ich habe grosse Freude, dass das so lange überlebt hat. Ich bin zuerst verschrocken, 50 Jahre, das ist ja fast nicht möglich. Aber es ist so und es bleibt ganz sicher so, weil alle begeistert sind. Ja, ich tue einfach jede Möglichkeit, um mich zu bewegen, benutzen. Da fährt am Morgen früh an, draussen, an der kalten, frischen Luft, wo ich viel Atem- und Turnübungen mache und Therapieübungen einbaue, die auf meinen Zustand passen. Das ist der Vorteil, dass ich Turnlehrerin war und ich wäre heute, glaube ich, immer noch begeistert. Auf was das losgeht. Und die Kinder sind nicht einfach sofort losgeschossen, sondern haben lange studiert und ausgesucht.